Haben wir Serienjunkies hier? Wer ballert sich mit Serien weg? Wir ballern uns mit, wir lieben die Serien. Wir haben die komplette Kontrolle über unser Leben verloren. Wir sind wie so Junkies. Ne? Boah, ich brauche eine neue Serie, ich brauche was Neues. Ich brauche was Neues, Mann. Wir gucken so viele Serien, das ist unfassbar. Ne? Ich meine, das kannst du dir gar nicht vorstellen, Pete. Ne? Als wir in deinem Alter waren, wir mussten eine ganze Woche warten, bis eine neue Folge kam. Da musstest du 7 Tage dich mit Freunden treffen und irgendwie essen, bis es dann nächste Woche weitergeht. Netflix macht ja direkt nächste Folge, direkt bam. Ne? Da kommt ja nur so ein Countdown. 5, 4, 3, bleib ruhig sitzen, du fettes, faules Schwein. Nächste Folge kommt gleich. Nächsten Folgen direkt bap, hintereinander weg. Ist aber auch immer ein geiler Moment, ne? Ist so ein bisschen tragisch, wenn so zwischen 2 Folgen der Bildschirm kurz schwarz wird und du deine erbärmliche Silhouette so in der Spiegelung. Alter, 3.49 Uhr. Da habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Eine Folge noch. Gucken uns so viele Serien an. Wir lieben die Serien, ne? Ach Gott. Aber immer amerikanische Serien. Ne? Ich meine, kennt ihr das Gefühl, wie traurig du bist, wenn deine Serie endet? Das ist wie, als ob ein Freund gestorben ist. Du bist völlig verzweifelt. Ja gut, jetzt habe ich alles gesehen, jetzt ist die letzte Folge, jetzt kann ich mir auch eine Kugel in den Kopf jagen. Das, ja. Ich nehme noch kurz 13 Kassetten auf und werf die vor die Tür vor ein paar Kumpels und... Das kennt nicht jeder. Tote Mädchen lügen nicht. Oh, jetzt habe ich alles gesehen, ne? Jetzt ja, habe ich alle Folgen gesehen. Jetzt weiß ich, dass Daniel Gossip Girl ist und... Habe ich das gerade gespoilert für irgendjemanden? Hat das irgendjemand noch nicht geguckt? Oh nein, deine Reaktion gerade, Gott. Oh nein, du hattest das noch nicht geguckt, ne? Oh nein, oh Gott. Wie du auch geguckt hast, was so... Was? Ja, it's Daniel, I'm sorry. An alle Gossip Girls da draußen, it's Daniel. Oh nein, das ist... In welcher... 6 Staffeln gibt's von Gossip Girl und in der letzten Folge stellt sich raus, in welcher Staffel warst du? In der 4. Ich hab dir gerade so 1,5 Jahre deines Lebens geklaut mit den... Es gibt noch andere tolle Serien, die du gucken kannst. Es gibt noch andere tolle Serien. Was gibt's denn noch hier? Prison Break? Walking Dead, Game of Thrones, Breaking Bad, ja, Mann. Hast du gerade der Blaulichtreport gesagt? Wir reden hier über Breaking Bad und du sagst der Blaulichtreport. Der Blaulichtreport. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Breaking Bad und das ist wie, als ob du in Atomkrieg ziehst und Knallerbsen zur Verteidigung dabei. Nimm das, Kim Jong-un. Der Blaulichtreport ist so ein Schatz. Glaubt ihr das so, wie wir in Deutschland amerikanische Serien gucken? Glaubt ihr, dass die in Amerika unsere... Ich glaube nicht, oder? So 2 Amis bei einer Party in New York, so, oh my God, have you seen the Blue Light Report? It's awesome! No, I watch Good Times, Bad Times. Have you seen Under Us? And the Trovatos? Do you know the Trovatos? Families in the Burning Point? Have you? It's the Families in the Burning. Pietro und Sarah Bilderhaus? Have you? She's the Schlampe, he's the normal one, yeah. As long as Alessio's all right. Ich gehe auch gerne ins Kino und ich habe eine These über Kinobesuche. Ich weiß nicht, ob er genauso reagiert wie ich. Ich finde, das Coolste an jedem Kinobesuch ist nicht der Film, den du guckst. Ist auch nicht Popcorn, Nachos und Cola. Das Coolste an jedem Kinobesuch sind die Trailer von anderen Filmen, die vorher laufen. Das ist das Beste. Weil wir sind Generation YouTube und Facebook-Video, ne? Wir können keinem 2-Stunden-Film mehr folgen. Das ist alles, ich verstehe das nicht. Wenn nach 7 Sekunden keine Katze irgendwo hingefallen ist, sind wir raus. Deswegen sind Trailer perfekt. 30 Sekunden, puff, bisschen Mucke drauf, perfekt, ne? Aber Trailer sind immer gleich, ne? Du sitzt immer im Kinosaal, ne? Hast du deinen besten Kumpel neben dir, Cola, Popcorn, Nachos, 125 Euro dafür ausgegeben. Alles schon bei der ersten Werbung leer gefressen, ne?
Und der erste Trailer, der dann kommt, ist immer von so einem richtig krassen Actionfilm. Ne? Und Actionfilm-Trailer, Alter, ich meine, das sind immer verschiedene Filme, aber seit Anbeginn von Trailern sind Actionfilm-Trailer immer exakt gleich. Wir müssen da jetzt rausspringen, Mann, wir schaffen das doch. Vertrau mir, spring! 3, 2, in einer Welt, die nach Perfektion verlangt, geht ein Mann auf die Barrikaden. Wir und wir alle. 18.12. Geiler Film! Dann kommt ein Horrorfilm-Trailer, ne? Und Horrorfilm-Trailer sind krass. Ja, du weißt nie, worum es geht, ne? Also wird keine Information über den Film gezeigt, immer nur so sehr abstrakte, atmosphärische Bilder, ne? Aber maximal effektiv, ne? Und scheißt dir komplett in die Hose. Du freust dich, dass dein Film endlich anfängt, ne? Aber ein Horrorfilm-Trailer kommt noch und die ganze Stimmung im Kinosaal kippt. Bisschen erschreckt. Oh Gott, hier vorne ist natürlich scheiße an der ersten Reihe, ne? Das ist erste Reihe. Schreibst und schreibst und schreibst und irgendwann mal trifft man sich. Man hat ein Date. Man macht einen DVD-Abend. Der DVD-Abend, präsentiert von Krombacher. DVD-Abend ist toll, ne? Mädels freuen sich immer total drauf, ne? Da geht's ja auch nur ums DVD-Gucken. Na klar. Danke Gott, dass du diesen wunderschönen Abend erfunden hast. Und danke, dass die Mädels immer wieder drauf reinfallen. Mädels immer so, ne, die treffen sich mit ihrer besten Freundin. Der ist so süß, der will halt nur eine DVD gucken. Ganz ehrlich, Franzi, rasier dich. Nicht nur die Beine. Und dann trifft man sich und der Film, der da läuft, ist scheißegal. Um den geht's gar nicht. Ne, da läuft irgendwie Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 4. Und man sitzt so nebeneinander auf der Couch und der Film ist egal, denn der eigentliche Film, der spielt sich zwischen diesen beiden jungen Menschen ab, die gerade ihr erstes Date haben. So, der Film läuft. Und dann sitzen die und dann beginnt dieser Film. Yeah.
Für die Zeit geht auch immer so, geht total ins Land, wenn man auf einem Date ist, ne? Zeit rast. Irgendwann bemerkt ihr Mädels die Uhrzeit so, oh, ist schon so spät. Ich komm nicht mehr nach Hause. Nee, letzte Bahn ist weg. Ich komm, ne. Kann ich bei dir übernachten? Ja. Ja, hast du Abschminktücher da? Das ist ganz wichtig, ne? Ohne Abschminktücher keine Übernachtung. Die müssen im Haus sein. Jungs, mitschreiben. BB Janker, 3 in 1, blau. Immer im Haus haben. Die Blauen sind die Guten. Und dann braucht ihr alles. Dann geht so ein Zu-Schlafen-Geh-Prozedere geht dann los. Ne? Ich brauch Abschminktücher und ein Schlafi. Ich kann nicht schlafen ohne Schlafi. So Schlafi sind so lange Schlaf-T-Shirts. Ne? Mädels schlafen gerne in so langen T-Shirts, die auch so den Arsch so halb verstecken. Ne? Dann habt ihr die immer so an. Guck weg. Guck weg, Mann. Oh. Also leicht angenervte Mädels. Oh. Guck weg, Mann. Du bist so doof. Guck weg. Kriegt ihr so ein altes Schlafi von mir? Ich kram so rum. Hier, schade, dass man Bier nicht ficken kann. Mallorca-Urlaub, bitteschön. Jetzt mal unscheiße. Ich finde, abgeschminkte Frauen sind die schönsten Kreaturen, die Gott uns auf die Welt gestellt hat. Das ist wirklich so. True story. I love it. Ich finde, den ganzen smoky eyes Bullshit braucht ihr nicht. Schönste Make-up, was ihr tragen könnt, ist euer eigenes Lächeln. Bist so doof. Und dann legt man sich schlafen. Sie hat das Schlafi an und dann legt sie sich schlafen. Und dann passieren so merkwürdige Dinge. Kann ich an der Wand schlafen? Falls ein Mörder kommt. Was? Was? Wer? Kommt noch jemand? Was? Ich muss an der Wand schlafen, falls der Mörder kommt. Bitte. Bitte. Okay. Ihr Mädels fühlt euch sicherer an der Wand, ne? Ja. Ist so. Ist so. Da ist noch nie was passiert. Auf welche Statistik wird sich da berufen? Jetzt mal ohne Scheiße. Ist das schon so oft passiert, dass ein Mörder mit so einer abgesägten Schrotflinte so in die Wohnung einmal so, puff, die beiden bringe ich um. Erst ihn, jetzt sie. Oh nee, die liegt an der Wand. Da kommt meine Schrotflinte nicht hin. Ich gehe wieder. Oder man schläft in Löffelchenstellung zusammen ein. Ne? Löffelchenstellung ist auch toll. Der Mann hält die Frau die ganze Nacht und Frauen fühlen sich warm, beschützt. Hier kann mich der Mörder nicht kriegen. Hier bin ich sicher. Wir liegen da. Das ist immer ganz wichtig, ne? Du musst die Frau immer so, hey, ich hab dich, Baby, alles gut. Mir könnte nichts passieren. Ich bin da. Shh, 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 shh. Ich bin der kleine Löffel, du bist der große Löffel. Ich bin der kleine Löffel, du bist der große Löffel. Willst du noch was essen oder was wolltest du? Hast du so Hunger? Mann, ich bin der kleine Löffel, du bist der große Löffel. Habt ihr das mal umgedreht? Komm, wir drehen es um. Du bist der große Löffel, ich bin der kleine Löffel. Und dreht man das um, ne? Und dann dreht man das so um und dann ist das nicht wirklich eine Art Beschützung. Weil die hängt einfach nur so hinten an deinem Rücken so. Wie so ein Rucksack. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich bin dein Rucksack. Ich bin ein For You. Die Löffelchenstellung machen wir nur, weil wir euch Frauen so lieb haben. Das ist der einzige Grund. Wir halten euch so die ganze Zeit. Wir wollen, dass es euch gut geht. Aber das Schlimmste ist, dann sind die Jungs jetzt mal bitte bei mir. Wir liegen da und haben die ganze Nacht die Fresse voller Haare. Alter, ist das nervig. Alter, ist das nervig. Das ist so, als ob du in der Arschfalte von Chewbacca eingeschlafen bist. Wir sind teilweise richtig abgefuckt über unser Leben, wenn wir nicht so leben können wie im Film. Wir finden dann unser Leben voll langweilig und wir wollen so leben, ne? Aber wir werden halt zugeballert. Wir werden die ganze Zeit zugeballert mit Informationen über Politik, über Nachrichten, über Filme, über YouTube. Überall werden wir zugeballert, dass wir gar nicht mehr auf unser Leben klarkommen. Ne? Ich meine, wir sind völlig überfordert mit unserem Leben. Gerade wenn du dich selber suchst. Ich meine, wie viele Sexszenen habe ich im Film gesehen, bevor ich selber mal Sex hatte? Das erhöht den Druck ein bisschen, wenn es soweit ist. Weil Sex im Film ist immer schön. Hier so Sexszenen in der Dusche, habt ihr das mal gesehen?
bei so James Bond oder so, das ist immer voll geil, ne? Ich meine, die Kamera geht so immer rein ins Badezimmer und dann siehst du so große Rain-Shower-Dusche, ne? Und beide Protagonisten sind so diese nassen gestellten Körper, reiben sich aneinander. Oh ja, ja, oh ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Oh ja, oh ja, ja, ja. Und keine leere Shampoo-Flasche, die irgendwo rumsteht. Oh ja, oh, Hand an der Scheibe so. Habt ihr mal Sex in der Dusche gehabt? Das ist eine Katastrophe. Da funktioniert gar nichts, weil ich meine, man beide stehen. Man, beide, es ist, wie willst du, was, also, Bein hoch, es ist ja wie vom, was für einem Winkel, ich habe jetzt kein, ich komme ja nicht, das ist Beine, das, jetzt kein Geodreieck und Zirkel mit, ich weiß nicht, was für eine Banane brauchst du da, um das ist jetzt ein Rumgeschlitter und rum aus den halben Duschvorhang so, ah, ich habe Seife im Auge. Das ist keine Seife. Manchmal wird kein Sex gezeigt, ne? Manchmal wird nur das gezeigt, was unmittelbar nach dem Sex passiert. Ist auch immer schön, ne? Das ist so, beide Protagonisten fallen so müde auf die Kissen, ne? Immer so Schnitt und dann beide so, puff, ah. Und dann diese Stimme, die in jedem Highschool-Film drin ist. Oh mein Gott, das war echt unglaublich. Schön, dass wir beide miteinander schlafen konnten, bevor wir ins College müssen. Ich hab dich so lieb. Ich liebe dich auch. Und dann knutschen die rum, direkt zweite Runde. Bullshit. Nach dem Sex passieren andere Dinge, Mann. Nach dem Sex passieren andere Dinge, die ich aber noch nie im Film gesehen habe. Ich würde das gerne mal sehen, dass ein Film realistisch zeigt, was nach dem Sex passiert. Ich habe noch niemals einen Film gesehen, wo irgendwie nach dem Sex das Mädel so zum Typen so, wo ist denn dein Badezimmer? Schneller! Das passiert nach dem Sex. Oder so, dass wenn man sich so streichelt, beide liegen aneinander, ah, ich fand das voll schön. Und dann das Mädel so, oh oh, und dann sprint zum Badezimmer. Haben wir Enten im Haus? Auf dem Rückweg drauf ausrutscht. Es sind Dinge, die passieren. Schokobon? Ne, war geil. Piet nur so, ne, ich hab das verstanden, mach ruhig weiter.